Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Homefront. Jetzt schauen wir mal, dass wir da drüben vielleicht den erstmal einnehmen können. Weil der ja überhaupt nicht funktioniert hier. Seltsamerweise. Und da müssen wir schauen, dass wir irgendwie vorbeikommen, ohne dass sie uns entdecken. Oder der da. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, da ist eine Drohne und ein Panzer. Oh Mann, also hier kommen wir ja nicht vorbei. So einfach. Da drüben vielleicht, über das Gebäude. Oder hier zumindest über die Straße. Battle and Sons Lagerhäuser beherbergen eine KVA-Funkstation. Erobere sie für den Widerstand. Dann können wir das KVA-Netzwerk nutzen, um die Aktivitäten der Norks in der Zone zu verfolgen. Okay, damit hätte ich es zumindest schon mal hier reingeschafft, auch wenn mir das, glaube ich, nichts bringt. Aber die suchen mich zumindest noch da hinten, während ich schon hier bin. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Da steht ein Auto. Eine Bowlingbahn. Wer liegt denn da? Einer von uns oder von denen? Ich glaube von uns. Ich muss da rein. Ah, zu spät. Und zu viel Zeugen. Hier komme ich hoch. Ja gut, da wäre ich auch reingekommen anscheinend. Oder da muss ich jetzt entlang. Ich glaube, da muss ich entlang, damit ich weiterkomme. Ja, anscheinend. Ich hab doch alles weggemacht, jetzt geht er rein. Jetzt. Alle Drohnen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Hier kann ich nichts machen. An der Stelle. Da ist bloß Sachen zum Mitnehmen. Da drüben muss ich drauf. Wie soll ich das bitte schön machen? Folgen wir doch mal den grünen Punkten. Und was habe ich jetzt halt eingeschalten? Den Hallengeräum. Ups. Zu früh abgesprungen. Probieren wir das Ganze doch noch einmal. Jetzt wollte er gar nicht springen. Obwohl ich gedrückt habe. Jetzt halt. Ja, müssen wir wieder da etwas machen. Ist ja nicht schwer in dem Fall. Das war sogar mal ein anderer Code. Zwar nicht viel besser, aber anders. Ja, haben wir das erste Gebiet mal erreicht. Naja. Und immer mehr freigeschalten. Was von Wayland und seinem Team gehört? Signal erhalten. Wir sind jetzt mit dem KVA-Netzwerk in der Zone verbunden. Gute Arbeit, Brady. Wo befanden die auf? Patrouille 9 rückt in 10 Minuten aus. Batterien. Chemikalien.
Munition, habt ihr sowas auch hier rumliegen? Nein. Schade. Das Zeug könnte ich gebrauchen. Hier ist der Ausgang. Das wird wahrscheinlich gleich das nächste Gebiet sein. Ja, die Festung. Hier spricht Philly Alpha. Ich freue mich, euch zur Abwechslung gute Neuigkeiten überbringen zu können. Wir haben einen Goliath gestohlen. Mann! Oh yeah! Dank den Bemühungen von Parrish, Heather und dem Wunderknaben Brady. Heathers Hacken des Gehirns hat den Ausschlag gegeben. Gut gemacht. Ja gut, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.